gestellt. So, machen wir weiter. Krankheits- und Killerschnupfen-Industrie. Weil wir müssen ja auch mal noch alle daheim bleiben. Wegen der. Der Seuche. Die alle Angst vor dem Killerschnupfen. So. Schön. Auch zum Eichel. Das wäre. Wäre schön. Schön. Ah ja. Da sieht hier den Tempelhammer. Was? Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, was hier für. Kranke Idioten können. Also, ach, das ist mal schön. Trimmhaus mal. Wollen wir sehen, was Eingang anfangen. Ich würde sagen, hier nein, brauchen wir allgemein die Diagnose. Scheiße.
Jetzt haben wir. So, jetzt wollen wir mal über meine ersten und liebsten Erinnerungen an Zeichentrickserien reden. Ich bin immer früh aufgestanden, runtergegangen und habe mich auf den Boden gesetzt, um mir diese lustigen, abstrakten Figuren anzuschauen. Die erlebten so einige Hindernisse und Unfälle, aber sie hielten immer zusammen. Erst Jahre später habe ich bemerkt, dass der kleine Wolf sich da das Signalrauschen angeschaut hatte. Na, was für den einen weißes Rauschen ist, kann für jemand anderen Unterhaltung sein. Merkt euch das. Missbrauchter Raum. Also Krankenpflege. Dafür liegt. Es ist möglich, dass nur Sie mich gerade hören. Einstellung, alles Hallo. Passen. Geld abknüpfen. Das ist vielleicht schon besser. So. Es geht doch nichts über eine Dose Burp. Und jetzt gibt es Burp sogar in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mit 23% mehr Kohlensäure. Öffnen Sie den Mund und lassen Sie es krachen mit Burp. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio 2Point. So. Thank you.
Ach. Boah, wie geht die Heizung? Vorsicht! Seien Sie stets vorsichtig! So, ach ja. Bei Bungle Kids gibt es jede Menge nette Unterhaltung für alle Altersgruppen. Aber man lernt auch was dabei. Das Wort dafür ist wohl Parabel. Hey, das hört sich lustig an. Parabel. Ich habe heute also gelernt, dass Parabel sich lustig anhört. Maman, oh, da schon kommt man mal vor. Muss man einen Namen stellen. Ständig bauen. Guck mal her. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Ja, ja, ich mach Gewinn. Das ist schön. Hat jemand meinen Körper gesehen? Nein, ich auch nicht. Das ist ganz schön. Abwenden.
Ich mische mir dann noch. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Das ist wunderbar. Also. Ah ja, Farbtherapie. Schön. Viel Spaß. Hier ist eine Nachricht vom kleinen Jiminy Brown Shorts. Mal sehen, was er zu sagen hat. Lieber Harrison, was wolltest du mal werden, als du noch klein warst? Also, Jiminy, als ich noch klein war, wollte ich Leuchtturmwärter werden. Die wissen immer, was los ist. Leider habe ich mich mit Treppen immer schwer getan. Fertig. Jetzt benötigt das. Arzt. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung verlangt. So. Das war noch weiter. Thank you.
Eine Station, ne? Zimmer. Station. Was ist denn geschrieben? Station, ne? Ach. Nein, das war nur so groß. Ah, muss ich erst mal brechen. Ich habe nun die besondere Ehre, hier bei Bungle Kids den neuesten Charakter, / Snack, der Morselman-Familie ankündigen zu dürfen. Oh, darf ich vorstellen, Sean Cocktail. Mir ist nicht so ganz klar, was ich hier ankündige oder worum es geht. Aber ich finde es trotzdem unglaublich aufregend. Da ist voll. Auch Hammer, Krankenpfleger, ne? Genau. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Jemand Wichtiges trifft ein. Leuchter. Nee, Zimmer. Entleuchtung. Das neue Hit-Album von Jasmine Odyssey. Mit ihren Hit-Singles Nice Smelling Face und Fish Whispers.
Das neue Hit-Album von Jasmine Odyssey. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio Two Point. Achim Kabelklemme mit dem Tech-Report des Tages. Ein Krankenhaus hat soeben einen Farbtherapieraum entwickelt. Eine Neuerung, die Menschen mit grauer Anatomie neue Hoffnung verschafft. Nicht vergessen, wenn es um medizinische Behandlungen geht, gibt es mehr als nur Schwarz und Weiß. Körpergrößen.
Tür. Damit dürfte das passen. Das Klöklemmer war drauf. Das war's von mir. Aber seit morgen wieder bei Bungle Kids dabei. Dann gibt's den ganzen Tag lang die Bürolöwen. Wer das noch nicht geguckt hat, sollte es unbedingt tun. Man ist nie zu alt für Zeichentrickserien. Und diese hier ist bunt, richtig lustig und hat auch noch tolle juristische Ratschläge. Die haben mir schon mehr als einmal geholfen. Wo ist das fette
Therapie kriegst du da nicht mehr auf. Oh. Schon dabei. Ruinös ist das Geschäft. Oh, also ordentlich. Als nächstes, wenn die Türen fertig sind. Ein Krankenpfleger wird in der Farbtherapie verlangt. So. Thank you.
Ach, das war wahrscheinlich kleiner Display. Heile 50 Patienten. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Klauenerei mischen wir mal. Kaufen wir jetzt. Egal, welches da. Das Zimmer passt schön. Guten Tag und herzlichen Glückwunsch an alle Zuhörer, denn heute ist ein ganz besonderer Feiertag. Mein Geburtstag. Selbstverständlich wird die heutige Sendung ganz und gar dem Mann der Stunde gewidmet, dem Herzstück des County, dem Juwel von Radio Two Point, meiner Wenigkeit, Sir Nigel Bickleworth. Jegliche in Abfallbehälter platzierte Gegenstände sind Krankenhauseigentum. Finger weg. Ah. Einmal. Damit doch passt. Klauenerei. Wird schon schief gehen. Eine 50% und so weiter und so fort. Thank you.
brauchen wir nicht alles. Gerne denke ich an die Geburtstage meiner Kindheit zurück. Damals, als die Welt noch in Sepia getönt war und mich nichts glücklicher machte als ein neuer Holzreifen. Ich erinnere mich noch gut, wie der Geruch von Mutters Karamellpudding durchs Haus zog, während wir Kinder im Salon herumtobten und meine Schwester mal wieder ihre Lieblingsmurmel verschluckte. Lassen Sie uns wissen, welche meiner Kindheitserinnerungen Ihnen am besten gefällt. Zimmer, Scheiße. Die Entleuchtungsklinik benötigt einen Arzt. Ja, müssen wir von anders haben. So, Mama ist krank. Ja, da würde ich sagen, dann machen wir hier das Video. Erstmal schnell speichern. Dann lächeln wir nochmal weiter. Ach, was soll ich über Flemington sagen? Mit seinen wundervollen Wintergärten, seinen prächtigen Herrenhäusern und seinen Herzögen, Baronen und Grafen. Nun, dass ich mir wünschen würde, das nötige Kleingeld zu haben, um dort zu leben. Aber ich schätze, es wird stattdessen auf einen Besuch hinauslaufen. Einen sehr kurzen und sehr teuren Besuch. Ja, das ist schon mal Cut. Aha. Beziehungsweise haben wir jetzt gesehen, wofür was dann im nächsten Video kommt.